Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Toms Moberwelt. Wie angekündigt, wollte ich heute euch zeigen die Digitalisierung einer weiteren BR614. Beim letzten Videoschnitt bzw. Videoaufnahme ist was schief gegangen. Ich habe leider nicht alles auf dem Film drauf gehabt, deswegen heute nochmal. Ich habe nämlich die 614 nochmal in orangener Farbgebung mit grauem Dach. So, ich habe schon ein bisschen Vorarbeit gelassen. Ich habe den Motor ausgebaut. Der geht jetzt gleich erstmal ins Ultraschallbad. Wie es bei mir so üblich ist, wenn neue Motoren oder gebrauchte Motoren da sind. So, das ist die Platine, die habe ich oben abgeschraubt. Da ist nicht allzu viel zu erklären. Da sind drei größere Schrauben. Und eine kleine schwarze, die ist zu lösen. Und dann habt ihr die Platine in der Hand. Und auf dieser Platine müssen wir beachten, dass wir diese Spule entfernen, diesen kleinen Kondensator entfernen. Wir müssen diese beiden Leiterplatten wegnehmen, die hier vorne zu den beiden Glühbirnen gehen. Da müssen wir, ja, da sind noch so kleine Flachkondensatoren drinne. Und wir müssen hier eine Trennstelle setzen und wir müssen hier eine Trennstelle setzen. Ja, das ist jetzt erstmal die Arbeiten, die auf der Platine machbar sind. So, dann habe ich hier einen ziemlich großen Pico-Decoder geschenkt bekommen von meinem Nachbarn, der braucht den nicht. Ein 5622 von Pico mit einem Steckkontakt. Den möchte ich allerdings trotzdem nutzen. Leider passte der weder so noch so. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet und habe hier in die Verkleidung und ins Bleigewicht eine kleine Kerbe eingefräst. Da dürft ihr nun nicht vergessen, da ein Stückchen Isolierband reinzulegen, damit da nichts dem Decoder passiert und da soll der Decoder rein und er passt auch von der Höhe, wie ihr das seht, er guckt oben ein bisschen raus, aber mit dem Dach, was nach oben drauf kommt, ist noch Platz genug. So, dann geht es jetzt an die Arbeit. Erst einmal so ein paar Dinge ablöten. Schon das und jetzt werde ich mich um die Trennstellen kümmern. Das sind sollen kleine Kondensatoren oder Widerstände sein, die müssen auf jeden Fall raus. Das sind so zwei runde Scheiben und na, ich mache den lieber gleich beim Trennen mal ganz ab. Erstmal den hier drüben, da ist er noch fest. So, zack. Einmal hier unten ist nämlich noch so ein Kontakt. Noch so ein blöder Hund, der muss nämlich auch raus. Eins, zwei. Da fällt er schon von alleine. So, da muss er raus. Das ist der zweite. Und hier, da muss getrennt werden. Hier trennen. Ah!
So, wie ihr seht, ist hier getrennt, also ihr braucht nicht die ganze Plastikleiterbahn durchtrennen, nur dass die, so, ich hoffe, man kann es sehen, hier unten, wo der Motor reinkommt, wo sozusagen der Massekontakt des Motors am Metallgehäuse liegt, kann man jetzt schlecht sehen. Kriege ich leider kein besseres Licht hier hin. Auf jeden Fall, ihr müsst hier unten, da wo der Massekontakt anliegt, am Gehäuse etwas wegfräsen, damit auf keinen Fall Kontakt besteht. So, jetzt muss ich mir erstmal etwas Isolierband holen. So, nachdem ich hier ein kleines Mikrokabel angelötet habe an den Massepunkt des Motors. Den Massepunkt erkennt ihr immer, dass diese Fahne hier, der Kontaktblech, die Kontaktfahne immer ein bisschen absteht im Gegensatz zu der oberen. So, und dann kommt feinsäuberlich da noch ein Isolierband rum, auch hier den Bodenkontakt schön abisolieren, dass da kein Kontakt. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir den Motor fein säuberlich eingesetzt bekommen. So, das gefällt mir noch nicht, den muss ich nochmal wieder raus. So, zweiter Versuch. Passt. Passt wesentlich besser. So, das ist zwar grün, aber das macht nichts, können wir uns merken. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Platine. Wir haben hier wieder. Wir haben das ja hier ordnungsgemäß getrennt und jetzt müssen hier die beiden Dingens wieder rauf. So, Nummer 1. Und Nummer 2. So, dieses kleine Plättchen, was da drunter war, das könnt ihr, braucht ihr nicht. Jetzt hier die Stelle, da wo der Decoder reinkommt, soll, blinkt ja richtig förmlich das ganze Gewicht, das Bleigewicht. Da lege ich jetzt einen Streifen Isolierband rein. Sicherheitshalber und stecke den Decoder da rein und drücke ihn handfest runter und dann hält der auch. So, da bin ich wieder mit meiner BR614. Zweiter Versuch, hier in der orangenen Ausführung. Ich habe wieder das Video unterbrechen müssen, weil einiges passiert ist während des Digitalisierens. Es ist die Leiterbahnplatte ist kaputt gegangen.
Sie ist in der Mitte gebrochen, da musste ich Kabel legen vom hinteren Fahrgestell, dass die Stromaufnahme zum Motor funktioniert. Und dann ist auf dem Motor selber, beziehungsweise von unten, nee Quatsch, nicht unten im Motor, sondern unten am vorderen Fahrgestell, die Stromaufnahme, ist eine Leiterbahn oxidiert gewesen, so doll, dass sie durchtrennt gewesen ist. Und dass der Triebkopf nur Strom gekriegt hat vom hinteren Gestell und die Bahn natürlich dann, die Lok immer öfter stehen geblieben ist. So musste ich dann mit einer kleinen Kupferlitze vom Klingeldraht mir so eine kleine Leiterbahn nachbauen, weil so zu dem Zeitpunkt hatte ich leider keine Quelle gehabt, wo es so ein Ersatzteil, so ein Drehgestellersatz gibt. Mittlerweile habe ich das gefunden im Internet, aber es funktioniert auch so. Ja, ich musste viele Kabel neu verlegen. Das ging nicht so einfach wie bei der anderen 614, die ich schon digitalisiert habe, dass ich, wie gesagt, den Rest euch erspart bleibe, weil das Video dann, glaube ich, fast 2 Stunden lang sein wird. Deswegen jetzt mal kurz nochmal die Information, dass sie fährt, allerdings nur in eine Richtung. Weil ein Motorkollektor sich nicht aus dem Motorblock herausnehmen lässt. Keine Ahnung warum. Der ist wahrscheinlich entweder dreckig oder abgenutzt. Und deswegen fährt die im Augenblick nur in eine Richtung und in die andere Richtung leider nur stockend. Ich kann das gleich mal versuchen zu zeigen. Mal schauen, ob sie das gleiche Verhalten jetzt auch hat. Seht ihr, da ruckt sie kurz, bleibt stehen, wenn man sie ermutigen will. Da passiert nichts. Und ich denke mal, da muss ich mir einen neuen Motor besorgen. Da spricht sie nicht an in die andere Richtung. In die andere Richtung, wie gesagt, fährt sie einwandfrei. Ja, da ist mal ein neuer Motor fällig. Habe auch schon eine Quelle gefunden, aber das kommt dann auch erst ein bisschen später. Jo, das war mein Video zur Digitalisierung einer BR614. Ich hoffe, ihr könnt mit dem wenigen Bildmaterial etwas anfangen. Unmöglich ist es nicht, aber es ist wirklich Friemelarbeit. Bis dann, tschüss.